Hast du in deinem Leben auch schon mal Gewalt erfahren? Oder du warst vielleicht sogar ein bisschen gewalttätig? Du brauchst es nicht abzuwiegeln. Wir alle haben schon das ein oder andere Mal gemacht oder auch nur gedacht, das reicht schon. Naja, das war halt dann nicht so toll. Egal, ob wir es erfahren oder gemacht haben. Beides war eine Erfahrung, die wir machen wollten, weswegen wir hier inkarniert sind. Und trotzdem ist dadurch ein Energiefeld entstanden. Und es geht darum, genau diese Energie, diese Gewaltenergie, jetzt energetisch aufzulösen, sowohl auf Opfer- als auch auf Täterseite. Und das machen wir dann im Channeling, wo ich wieder sehr glücklich bin, dass zum einen du da bist und zum anderen unsere liebe Annelie. Sei mir herzlich gegrüßt. Hallo, lieber Andrea. Wir wollen dieses Thema heute wirklich mal angehen, denn es ist mega wichtig. Außerdem danke an die liebe Zuschauerin, die uns auf diese Idee gebracht hat. Das möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich betonen. Unsere Agenda ist schon lang genug, aber das haben wir jetzt mal vorgezogen, weil wir finden das sehr, sehr wichtig, dass es möglichst schnell gemacht wird. Denn je weniger von diesen Gewaltenergien da sind, die uns immer wieder runterziehen in die niedrige Energie, und damit hast du die Antwort schon, desto mehr sind wir natürlich in der hohen Energie. Und genau darum geht es in der heutigen Zeit, in der hohen, in der Liebesenergie zu bleiben. Und deswegen lösen wir heute dies auf. Danke schon mal an die geistige Welt. Mal sehen, wer heute durch Annelie dann reden wird. Und danke auch an Annelie. Und ja, los geht das, nicht? Ja, Andreas. Gewalt bringt viel Ungleichgewicht in unseren spirituellen Körper, in unseren emotionalen Körper, aber auch auf der Erde zeigt sich das überall. Wir leben immer noch auf der Erde Krieg. Und wir werden jetzt beginnen, diese Gewaltebenen aufzulösen in uns. Und schauen wir mal, was im Quantenfeld alles möglich ist. Wir schließen die Augen und gehen in die Frequenz des Alpha-Zustands in die Meditation. Und ich baue um dich herum ein Energiefeld. Die geistige Welt möchte, dass wir uns gerade während diesem Channeling sehr stark schützen. Denn es ist eine wohl sehr machtvolle Auflösung. Erzengel Michael, Uriel, Gabriel und Raphael beginnen um dich herum eine Art Rechteck zu bauen. Aus Licht über dich baut sich die Frequenz von Erzengel Metatron auf, um dich von oben zu schützen. Es öffnen sich die Energiebahnen zu Mutter Gaia. Und ich bitte, während dieser Sitzung Informationen einzuholen, die in Verbindung stehen mit Gewalt heilen beim Opfer und beim Täter. Ich spreche während dieses Channelings ausschließlich aus den Ebenen des Lichts und der Quelle und ich bitte mich, mit diesen zu verbinden. Und so zeigt mir die geistige Welt und es öffnet sich die Akasha-Chronik. Und sie zeigen mir wie so eine Art Film, in denen du in vielen, vielen Leben beide Seiten hattest. Die Seite des Opfers, die Seite des Täters. Die geistige Welt sagt, dass es unendlich schwierig ist, diese Form zu unterbinden, denn ein Gewaltakt raubt unendlich viel Energie und gibt demjenigen, der das Opfer ist, das Gefühl, massiv etwas verloren zu haben von sich. Und es versucht er sich dann entweder im gleichen Leben wieder von anderen zu holen oder er holt es sich im nächsten Leben wieder zurück als Karma-Ketten. Es ist also in vielen Inkarnationen ein Spiel gewesen von ich bin Opfer in der Ohnmacht und ich bin Täter, von Macht, von Energie, von Überheblichkeit, ich sehe spirituelles Ego auch, ich sehe starke Tendenzen von herablassendem Verhalten, ja, was in unterschiedlicher Weise ist. Also es ist nicht nur, dass ich Macht ausübe, indem ich jemanden gewaltvoll physisch zerstöre. Aber wir gehen jetzt erstmal in diese physische Ebene. Ich löse jetzt alle Traumatisierungen auf, die man dir als Opfer von physischer Gewalt zugetan hat, in allen Zeiten, Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten, allen Ebenen des Seins, Schuldausgleich, Energieausgleich. Und wir ziehen jetzt wirklich durch den Körper und die geistige Welt beginnt. Die aufgestiegenen Meister positionieren sich, es kommen die Arcturianer, die Plejaden und wir ziehen jetzt wirklich diese physischen Schmerzen in die Lichtsäule rein. Du fühlst jetzt quasi, wie die Lichtfrequenzen zu dir kommen und belastende physische Abdrücke im Körper, die noch aus anderen Zeiten kommen, aus diesem, die dich gewaltsam traumatisiert haben, zieht die geistige Welt raus.
Sie zeigen mir jetzt auch Organe, sie zeigen mir dann Herz und Leber und sie zeigen mir, richtige Organe, Nieren, überall, wo du physisch traumatisiert worden bist in diesem Leben oder in anderen. Und das, diese Traumata oder diese blauen Flecken, die du da bekommen hast, energetisch werden rausgezogen. Es kommen jetzt die Aura-Chirurgen, die hauptsächlich arbeiten. Das Team von Erzengel Raphael ist da. Und es könnte sein, dass es am ganzen Körper jetzt wie so kribbelt. So, jetzt ist die physische Ebene und sie ziehen weiter und das meine Programmierung im Matrixfeld lautet, dass du so lange gereinigt wirst nachts in den nächsten Tagen, bis du quasi diese Transformationsprozesse durchlebt hast. Es wird nicht länger dauern als 7 Tage, sagt die geistige Welt, aber es könnte jetzt einfach jede Nacht an dir gearbeitet werden, um diese tiefen Traumatisierungen, die im physischen Körper stattgefunden haben, durch physische Gewalt aufgelöst werden. Ich bitte jetzt dich, dass du beginnst, auf deiner Thymusdrüse währenddessen zu klopfen, weil wir uns auf physischer Ebene befinden. Du klopfst also, die Thymusdrüse ist unter dem Hals, überhalb der Brüste und du klopfst da jetzt drauf. Alle Traumatisierungen, die du in Bezug auf Gewalt erlebt hast, im physischen Körper, lösen wir auf in allen Zeiten, Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten, allen Ebenen des Seins. Alle Blockaden in deinem Herzen, die einhergehen mit, ich habe Gewalt erlebt, ich hatte Angst, ich habe auch Überlebensangst gehabt, ich hatte Angst um mein Leben, diese Traumatisierung löse ich auf in Raum und Zeit. Löschen, 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 löschen. Ganz aufhören zu klopfen. Wir gehen in die emotionale Ebene. In die emotionale Ebene, du bist das Opfer von emotionaler Gewalt. Und da gehen wir jetzt auf den Bauch und du klopfst deinen Bauch, das Zentrum deines Chis, das emotionale Zentrum. Und alle Traumata, die man dir auf emotionaler Ebene angetan hat, Gewalt auf emotionaler Ebene, Erniedrigung, Abkehr von Liebe, Unliebe, all diese Traumata, alle Gewalt, die du emotional erlebt hast, löse ich auf in allen Zeiten, Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten, allen Insights, löschen, löschen, löschen. Schuldausgleich, energetisch, alle diese Traumatisierung, alle Menschen, die damit einhergehen, die dich emotional oder physisch zerstört haben oder mental, Erzengel Metatron in der Akasha-Chronik, all diese Verbindungen zu diesen Menschen löschen, dass du frei bist in Raum und Zeit. Und wir gehen jetzt natürlich an den Kopf, du klopfst deinen Kopf mit deinen Händen, wir gehen in die mentale Ebene. Alle mentale Gewalt, die du erlebt hast, löse ich auf in allen Zeiten, Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten, alle Traumatisierungen, alle Schockstarre, die in deinem Gehirn passiert ist, alle Blockaden im Gehirn, in Verbindung stehen mit mentaler Gewalt, löse ich auf in allen Zeiten, Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten, allen im Sein, Schuld, das gleiche Energie, Druck ist auch mentale Gewalt, ne? Auch, also, wenn man dich zu etwas zwingt, etwas zu tun, was du eigentlich nicht tun willst, ist mentale Gewalt. Okay, da öffnet sich was. Und wir schauen uns das mal an, was die geistige Welt zeigt. Die geistige Welt sagt, es ist schon mal ganz gut gelaufen. Es ist jetzt also die Opferebene. Die Opferebene verharrt. Die Opferebene, der wurde etwas angetan, ja. So, und jetzt kommt die Täterebene. Täterebene kommt aus der Frequenz heraus der eigenen Ohnmacht. Es ist eine Art, ich bin verrutscht. Also die geistige Welt zeigt mir, es ist verrutscht. Es ist quasi die Abkehr der Liebe. Es ist die, ich bin verrückt. Ich bin weggerückt von dem, was ich eigentlich bin. Ich bin weggerückt von den Frequenzen des Lichts und der Quelle und nutze Dinge, um Macht zu bekommen, um Energie zu bekommen, um Kontrolle zu bekommen über andere. Manchmal kommt es aus einer ganz unsicheren Struktur heraus, Gewalt anzuwenden, um Kontrolle zu haben, wenn man sich selbst zu klein fühlt. Also es gibt mannigfache Möglichkeiten, sagt mir die geistige Welt, um quasi zu erklären, wie man als Täter agiert und warum. Und man bekommt hauptsächlich Energie auch und ein Überlegenheitsgefühl. Es geht mit diesem spirituellen Hochmut einher, mit diesen ganzen Frequenzen. Und wir lösen jetzt mal dieses Trauma auf, dass du in Inkarnationen dich der Unliebe bedient hast, den dunklen Anteilen der Macht. Und dieses Trauma, dass du das auch getan hast in Inkarnationen, löse ich auf in allen Zeiten, Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten, allen Ebenen, Schuld, Ausgleich, Energieausgleich. Und es kommt jetzt die Frequenz von Erzengel Michael ins Feld. Und Erzengel Michael befreit dich jetzt von der Frequenz der Schuld. Frequenz der Schuld, wenn du dich schuldig gemacht hast. Oder die Schuld, die du von demjenigen noch auf dir trägst, der sich an dir schuldig gemacht hat. Also Opferseite und Täterseite trägt Schuld.
Erzengel Michael beginnt mit dem Schwert Excalibur diese Anteile von Schuld auszulösen aus deinem System, denn die schwingt sehr nieder. Kommt es eine Reinigung? Warten wir, was die geistige Welt gleich zeigt. Das sitzt auf den Lungen, merke ich gerade, und auf dem Herz. Wir reinigen jetzt mal die Lungen und das Herz, bitte. Das Ja zum Leben, das bedingungslose Ja zum Leben und die Leichtigkeit, die es blockiert. Und das lösen wir mal auf in einer Zeitenraumdimension, zwischen Dimensionen, Realitäten, Parallelwelten, allen Ebenen, Schuld durch Energieausgleich. Okay. Und du bekommst Karma-Ketten mit demjenigen, den du erniedrigt hast. Und ich bitte jetzt mal, diese karmischen Ketten, Erzengel Metatron, zu durchtrennen, dass alle frei sind. Wir lösen alle Eide, Schwüre, Lehnseite, Blutseite, Bindungen und bindende Verträge zu allen auf, die wir jemals in Inkarnation missbraucht haben mit unserer Gewalt und die uns missbraucht haben durch Gewalt, dass keine Karma-Ketten mehr entstehen. Und dass diese Verbindungen löse ich jetzt auf, jetzt. Es geht um Grenzen ziehen, die geistige Welt zeigt Grenzen ziehen, um in der eigenen Energie zu sein, der eigenen Energie stehen zu können, in den eigenen Überzeugungen. Es geht, sagt die geistige Welt, in den nächsten Monaten darum, für sich zu fühlen im Körper, was richtig ist und was nicht. Und in Bezug auf Gewalt, sagt die geistige Welt, ist es immer ein Nicht-Fühlen. Es ist von demjenigen, der Gewalt anwendet, jemand, der sich innerlich nicht fühlt, der nichts mehr fühlt, der keine Empathie in dem Moment hat. Es geht bei ihm darum, dass er nicht fühlen kann in sich, weil er nicht genug bei sich ist. Und beim Opfer, sagt die geistige Welt, ist es, dass ich kann mich und meinen Körper nicht fühlen, weil ich so traumatisiert worden bin. Daraus entsteht, sagt die geistige Welt, ein Mensch, der sich nicht mehr fühlt, der nicht fühlt, was er eigentlich braucht, was der richtige Weg ist, was der Körper eigentlich für ihn braucht. Und ich bitte, dass das jetzt gerade gerückt wird, dass wie so eine Art durch diese Gewalt wurden alle entrückt von sich. Und ich bitte jetzt mal, dass alles Entrückte aufhört, dieses Programm des Entrücktseins aufhört und dass wir wieder verbunden werden mit dem unendlichen Sein, das wir sind, dass wir mit allem, was wir sind, unseren Körpertempel bewohnen. Body Soul Fusion. Und ich bitte, dass diese unendlich hohe Seelenfrequenz mit allen Aspekten, mit denen wir hier auf Erden ins Rennen gegangen sind, dass diese Anteile wirklich in uns sich entfalten, dass wir wirklich das leben, was wir sind, ohne etwas zu unterdrücken, ohne die Ohnmacht, ohne etwas abgespalten zu haben. Dass wir es uns trauen zu sein und in dem So-Sein mit uns erkennen, was wir in Wahrheit wirklich brauchen, was unser Körper braucht. Und aus diesem Selbstverständnis heraus zeigt die geistige Welt mir dieses Ich bewohne wirklich meinen Körper. Ich fühle mich. Ich bin mir nah. Ich liebe mich. Das ist die Frequenz, von dem wir in die Selbstliebe gehen. Und die geistige Welt sagt, aus dieser Frequenz heraus, wenn man diese Selbstliebe wirklich wahrhaftig ist, dann ist man auch für Macht, wie soll man das, also Geistige Welt zeigt mir das Bild von so einer Ente, auf die Wasser tropft und es perlt einfach ab. Es macht quasi wie so eine Art Immunität. Wenn man im physischen Körper bei sich ist und sich aus tiefstem Herzen liebt und bei sich ist und sich fühlt, ist man immun gegen die Gewalt im Außen. Man ist quasi wie so uninteressant, weil der Aggressor fühlt, dass beim Opfer nichts zu holen ist. Das heißt, wenn man in die Frequenz kommt von dem, dass man zum Opfer wird, dann hat man auf irgendeine Art und Weise die Gänze der Selbstliebe in diesem Moment quasi abgelegt. Das ist aber auch sehr schwierig. Die geistige Welt sagt, in diesen Momenten oder in Konzessionen, in denen man Gewalt erfährt, auch in Familienstrukturen, hat man ja oft keine Möglichkeit, eine Wahl zu treffen. Aber es geht trotzdem, sagt die geistige Welt, um das Schwingungsfeld in der Aura, um das, dass man beginnt, nun neue Wege zu gehen und Neues anzuziehen, dass man nicht mehr das anzieht, was man kennt und was man kannte, sondern dass
das Feld, die Aura, sein inneres das Sein so zentriert ist, dass man eine neue Wirklichkeit kreiert. Und diese Wirklichkeit ist Friede, Liebe und nicht mehr Gewalt. Und es baut sich dieses starke Energiefeld auf und dieses innere Zen beginnt quasi in sich zu aktivieren. Und Gassi Welt sagt noch einmal, dass es sehr wichtig ist, in die Selbstliebe zu bekommen. Dass das das oberste Ziel ist, in den aktuellen Zeiten an seiner Selbstliebe zu arbeiten, sich selbst zu fühlen, bei sich zu sein. Und so schließt Erzengel Metatron die Tore zur Akasha-Chronik. Ich bedanke mich aus tiefstem Herzen bei der geistigen Welt, dass ich die Übermittlerin sein durfte für diese sehr inspirierenden und interessanten neuen Informationen. Und so kommt ihr ganz langsam zurück, den physischen Körper in euren Körpertempel, euer Sein, allen Aspekten. Ja. So wichtig. Gerade in der jetzigen Zeit, das hatten wir ja am Anfang schon besprochen. Danke, dass du dabei warst. Und auch danke, dass du das Video immer wieder anguckst, damit wir gemeinsam jetzt diese ganzen alten Schwingungen loslassen können, damit wir dann entsprechend in der höheren Schwingung sind. Annelie, könntest du uns noch eine kleine Botschaft in Lichtsprache geben? Okay, Andreas, das mache ich für dich. Mache ich doch gerne. Schauen wir mal, was die geistige Welt sagt. Siwan Tai Hei Anwa Tan Tan Hei Anwa Hei. Wow, kurz, aber sehr berührend. Denk dran, wenn du das gesehen hast und wenn du es hörst, das müssen wir nicht verstehen. Unser Herz weiß. Und in dem Sinne senden die Annelie und ich dir wieder über dieses wunderbare Netzwerk der hohen Schwingung von Herzen alles Liebe.